Ja, heute gab es einen neuen Beta-Server-Build und da wurden die Faction-Hubs, also in Ashran, dem PvP-Gebiet. Moment, hier. Das ist das ganze PvP-Gebiet. Hier oben ist die Horde-Basis und hier unten ist die Allianz-Basis. Ja, die heißt Stormshield. Die wurde, Horde, genau, die Horde-Basis heißt Warspear. Und da wurden, ja, da wurden einige Sachen abgedatet, also Gebäude etc. Und deswegen mache ich hier mal heute gerade mal einen schnellen Rundgang. Schauen wir uns das mal an. Ja. Also ich war hier selber noch nicht. Nur in der früheren Version mal ganz kurz, aber hab mich nicht so angetönt. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Blizzard hat ja versprochen, sie wollten hier nicht die Copy-Paste im Garnisonsgebäude nehmen. Ja. Sondern es sollte schon eigenständig aussehen. Aber bis jetzt kann ich das noch nicht so bestätigen. Sieht schon so stark nach Garnison aus, mit ein paar kleinen Änderungen. Gut, das ist ja auch noch nicht fertig, aber so viel wird da wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Ja. Was ist das? Das ist hier die Werkstatt. Für die Schredder. Gucken, was hier ist. Das ist die Mädelkartell. Ach, hier ist wieder der lustige Goblin Pin-Up-Kalender. Ja, wer sich noch an die Quest erinnert. So. Gucken, wo es hier hingeht, ob es hier irgendwas gibt noch. Sieht jetzt nicht so aus. Aber wir können mal hier rüber gucken. Was ist das? Okay, das ist irgend so eine Oger-Anlage wieder. Dann gehen wir gerade mal hier rüber. Die Schamanen irgendwie, oder? Ne, ist Enchanter. Also hier gibt es auch irgendwie komischerweise die ganzen Berufstrainer und Zeugs auf der PvP-Insel. Gucken, ob hier irgendwas in der Höhle. Ne, hier ist noch nichts drin. Das ist irgendwie strange. Dummies, ne, die gehen gar nicht. Ist nur Deko. Hier ist der erste Hilfetyp. Ah, das sieht so nach Arakoa aus hier. Ah, da sind sie auch schon. Lustig. Die stehen beide zusammen hier. Ich dachte, die sind verfeindet oder habe ich irgendwas verpasst. Vielleicht gibt es ja noch eine Story-Wendung, die ich irgendwie verpasst habe. Spoiler, Spoiler. Hey, keine Ahnung. So, die Crate Hall. Ah, hier kann man Arakoa-Zeugs kaufen. Boah. Geiles Wasser. Frostwolf-Clan. Noch geiler. Ah, also gibt es noch nicht wirklich viel hier. Super Totem. So groß ist es gar nicht. Ah, hier geht's schon. Ne, Moment, hier geht's nochmal in so ein. Ist das ein Leuchtturm oder was? Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Oh ne, hier geht's schon wieder raus. Okay, das machen wir dann mal kurz danach. Beziehungsweise das mache ich dann. Oh. Ich dachte eben schon, was ist das für ein geiler Fehler. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Na gut, ich bin jetzt hier unten. Das ist nicht so tragisch.
Könnt ihr euch das hier auch mal angucken? Das ist der Outpost hier vorne dran. Dann gehe ich gleich wieder zurück. Also ab hier geht's dann los mit PvP quasi. Übrigens ist die Performance hier sehr bescheiden, teilweise. Ja, ich meine, ihr seht, hier ist überhaupt nichts los. Ich krüppel hier teilweise mit knapp über 40 Frames rum. Also an manchen Stellen halt. Ja, hier ist zum Beispiel Drops, wieder, wenn ich hier hingucke. Sehr mysteriös. So, dann gehen wir mal wieder den Weg zurück. Was habe ich noch für einen Buff? Also wieder weg. Ja genau, jetzt müssen wir wieder hier. Also. Hier rechts nochmal gucken, da waren wir noch nicht. Bauen sie noch. Was ist denn das für einer hier? Ja, das ist der Juwel-Typ. Ja, das sieht schon besser aus hier. Das sieht schon wesentlich besser aus, das Gebäude so. Das hebt sich schon mehr ab. Nicht so 0815. Was gibt's hier? Transmog. Void Storage. Bank. Ja. Oh, da in die Richtung mal rüber. Leder. Ah, hier ist Auktionshaus. Interessantes Auktionshaus. Sieht ja aus wie beim Metzger. Na gut, da waren wir ja schon. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Und hier. Obwohl, hier ist der Outpost. Das ist der Outpost. Ja. Genau, hier wollte ich mal hin. Gehen wir nochmal darüber und dann gehe ich mal da links. Das Leuchtturm ist oder was das ist. Oh, was ist denn das? Achso, hier war die Höhle, genau. So, mal zu dem Turm gehen. Genau, diese Geschütze hier sind neu, glaube ich. Also, der Style. Schaman-Style. Ah, ist nicht schlecht. Wenn man die jetzt noch benutzen könnte, wäre es schon irgendwie geil, aber... Oh, da hinten ist eben so ein Schiff. Ein paar Sporen. Ach lol, das ist hier rechts? Ne, ist hier. Das ist hier. Das ist noch nicht so ganz fertig. Da haben sie noch so ein bisschen Texturen hingeklatscht. So ein bisschen random. Gucken, ob man hier vorbeikommt. Ist das hier die Fischerhütte oder was? Bestimmt. Ja. Ja, also wahrscheinlich ist dann hier der Fischertyp. Ah, hier ist das Fischschild. Ein paar Eimer fischen, Fässer und ein paar Netze. Ja. So. Schauen wir mal. Ich mache da nochmal ein extra Video zum Rundgang, also durchs komplette Gebiet. Ja, weil das wird dann ein bisschen länger dauern. Und jetzt werde ich erstmal. Oh, was ist hier noch? Okay. Jetzt werde ich erstmal zur Allianz wechseln und das Stormshield. Die Stormshield-Festung zeigen. Okay, jetzt sind wir hier bei der Allianz. Ich stehe jetzt hier vor dem Outpost. Erstmal ein Lua-Fehler. Ja, also hier vom Outpost.
Denn ist auch einer von diesen dicken Elite, die immer hier rumlaufen. So, jetzt gehen wir mal in den Outpost rein. Was hat denn der für eine Waffe hier? Oh. Aha. Need help? Farewell. Speak to Harrison Jones. Ich hab's doch gewusst. Erlebt. So. Lightwell. Ja. Oh, der Friedhof ist geschützt. Lol, hier kriegt man ein Gottesschild, wenn man hier reingeht. Im Friedhof kann man nicht gekämpft werden. Das ist nice. Hello. Na gut, ich will jetzt keine Quests annehmen und Zeugs. Wir gehen einfach mal wieder zurück. Was ist es? Ach hier, genau. Hier geht's runter. Und gehen jetzt mal an die richtige Basis. Storm Shield. Hier, guck mal, bei der Allianz glitzert sogar das Wasser. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Twilight hier gerade, so das Zeug. Das Geglitzere. Oh, passt ja zur Allianz, ne? So. Da ist die Werkstatt. Da fällt mir gerade ein, weil wir gerade bei PvP sind, in dem neuen Bild. Ist auch eine Terrence Mill gegen South Shore Map drin. Aber man weiß noch nicht genau, wofür die ist. Ob das ein Szenario ist. Oder ob das. Hier geht's nach Stormy zurück. Oder ob das ein BG wird oder sowas. Ja, ich hoffe ja, dass es ein BG wird. Und zwar ein richtig gutes. Ja, also, wer sich noch dran erinnern kann, bevor es überhaupt PvP, also BGs, das Ehre-System überhaupt gab in WoW, in Vanilla damals. Ja. Da hat man sich halt bei Terrence Mill und South Shore immer gebettelt. Da wurde immer richtig gegankt und gezerrt. Und damals haben die Server und die Rechner das auch nicht so ganz mitgemacht. Da ist man mal ein Stück gelaufen, da hat die Festplatte erstmal gerattert. Ja, da hat man erstmal ein Standbild gehabt und auf einmal poppen 30 Hodler oder Ellies halt auf und man steht mitten immer eh ins Tod. Das war immer das Geilste. Das war immer so ein Zeichen damals, wenn die Festplatte rattert, dann kommt irgendeiner. Ja, auch wenn es nur irgendein Spieler oder so war. So. Mal schauen, was hier unten ist. Das müsste die Town Hall sein, oder? Standard-Layout. In der Garnison. So viel dazu. Also ist überhaupt nicht Copy-Paste hier. Das ist total neu. Das sieht aus wie ein Gasthaus. Hier ist der Kräutertyp. Ja, Gasthaus. Ist hier der Fischer oder was? Oh, gehen wir nochmal darüber. Ach, hier sind die Arakoa bei denen. Hm, Apexis heißen die, oder was? Die neuen. Ne, die heißen alle Apexis. Oh, was gibt's denn da? Oh, blaues PvP-Gear. 2000, ach genau, Apexis-Kristalle. Ach, die kriegt man doch in der Garnison auch für diese eine Daily-Quest, die man sich aussuchen kann, ob, welche man macht, mit Chatrad oder das andere da zum Beispiel.
gab es ja einmal 800 am Tag. Das heißt, wenn ich 800 am Tag kriege, na gut, man würde ja noch anders kriegen, aber das kann eine Weile dauern. Gul'dan hat auch ein neues Model gekriegt, das sieht richtig fett aus. Nur die Schultern sind auch so nicht so. Das sieht Textur noch ein bisschen matschig aus, nicht so geil, aber. Ansonsten sieht es halt schon richtig geil aus, so Hexer-Style halt, dieses alte Hexer-Set mit den Totenschädeln. So ein bisschen. Ja, oh, was ist denn das hier? Das hier sieht schon ganz cool aus. Na ja, gut, der Heal-Kreis gehört hier nicht dazu. Und hier ist gar kein NPC irgendwie. Aber so sieht's, gefällt mir das hier. Das ist wahrscheinlich die Schmiede hier. Ja, noch eine dicke Kanone oben drauf. Also das Gebäude ist cool, da kann man jetzt nichts sagen. Das ist jetzt, ich würde sagen, so das beste Gebäude in beiden Hubs. Na, ich glaube, wir haben eigentlich so gut wie alles gesehen jetzt. Mal kurz hier hoch. Seht ihr Ausguck? Ja, mal kurz einen Überblick hier. Der Glitzer, das ist der Glitzerwasserfall. Ah, die Aussicht nicht so geil. Waren wir hier schon? Guck ich da nochmal kurz. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Ja, die Burg da oben, oder? Ah ne, das ist ja dann der Outpost, ne? Aber kann man trotzdem mal kurz in die Burg reingehen, falls man das kann. Jetzt will er mich schon wieder einreihen. Ne? So, mal kurz hier rein und dann... Hast du es auch, glaube ich. Ja, ist auch nicht so viel los hier. Na gut, dann... Würde ich sagen, war es das hier für die beiden Rundgänge bei der Horde und Allianz hier in Ashran. Und ich mache dann noch, wie gesagt, ein extra Video, auch geil. Nochmal über das ganze PvP-Gebiet in der aktuellen Fassung. Ja. Oh, was hat denn der hier? Ja. Bis dann.